Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt für dieses Gespräch, das in einer ungewöhnlichen Konstellation von Berufen stattfindet. Da ist einmal Professor Dr. Christine Dettmann von der Hochschule für Theater und Musik in München, Musikethnologin. Bevor ich dich kannte, waren für mich Musikethnologen so Leute, die mit Tropenhelm und Tonbandgerät durch die Welt ziehen und Gesänge von fremden Kulturen aufnehmen. Was macht denn eine Musikethnologin heute so? Also wir begucken weiterhin Musik und Tanz von den Menschen, sowohl weiter weg, also dieses exotische Bild stimmt insofern auch, aber auch hier vor Ort. Also es geht eigentlich mehr um die Methoden, die man anwendet und dass man Musik und Tanz nicht abgetrennt, sondern immer im Zusammenhang mit den Menschen sich anschaut und vor allen Dingen mit den Leuten auch redet, nicht nur die Musik aufnimmt. Dann Professor Dr. Gerrit Lohmann, Meeres- und Polarforscher am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Der Beruf des Polarforschers steht ja auch in einer sehr abenteuerlichen, Tradition. Ist das heutzutage auch noch so abenteuerlich? Ja, sicherlich nicht mehr ganz so. Aber es gibt natürlich Leute, die fahren jedes Jahr auf Expeditionen und haben da schon kritische Situationen zu bewältigen. Und es ist auch nicht so, dass es so ungefährlich ist. Auf der anderen Seite, also ich selber bin eher Klimamodellierer und sitze eher vorm Rechner oder denke mir Sachen aus und überlege, was die anderen Leute für Daten gewonnen haben. Für mich ist es relativ ungefährlich. Ja, Klima ist ja auch das Thema, um das es jetzt in dem Gespräch gehen soll, beziehungsweise die Verknüpfung von Musik und Klima. Ich selber bin Bernhard König. Ich habe vor ein paar Monaten eine Initiative Musik und Klima gegründet, die sich das Ziel gesetzt hat, Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden Fächern oder Bereichen so ein bisschen besser zu verstehen. Daher auch die ungewöhnliche Konstellation heute. Und ich würde direkt mal gerne eine Frage an Gerrit Lohmann richten. Wir befinden in der Corona-Pandemie, die ja als Thema auch den Klimawandel so ein bisschen von der öffentlichen und politischen Agenda verdrängt hat. Man kann so ein bisschen das Gefühl kriegen, es gäbe klimamäßig so ein Aufatmen, weil jetzt die Flieger lange stillgestanden haben und sich das Klima scheinbar so ein bisschen erholen konnte. Ist das der Fall oder wenn nicht, wo befinden wir uns gerade? Gibt es irgendeinen Anlass, Entwarnung zu geben oder ist es eigentlich so, wie es vorher war? Ja, leider gibt es überhaupt keinen Anlass, Entwarnung zu geben. Wenn man sich die letzten 3 Jahre anguckt von den heißen Sommern, ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was in 50 Jahren eher ein normaler oder kalter Sommer sein wird. Und gut, in Norddeutschland mag das vielleicht nicht das Hauptproblem sein, aber viele Regionen leiden unter Wassermangel und Hitze. Das Problem wird uns lange noch beschäftigen. Christine, welche Rolle spielt denn so ganz global gesehen der Klimawandel, die Erderwärmung überhaupt für Musikkulturen auf dieser Welt? Gibt es da irgendeine Verbindung? Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, es geht in unserer Disziplin um Musik und Tanz, aber letztlich natürlich geht das nicht ohne die Menschen. Also die Frage ist immer, wie geht es den Menschen und ob sie infolge des Klimawandels Musik, Tanz, Spiele, Kampfspiele, Unterhaltungsspiele, Märchen mit den entsprechenden Liedern, deswegen rede ich mal von Musik, Tanz etc., ob sie das tatsächlich noch so fortführen können. Und wenn man jetzt mal schaut, ich kann ja mal so zwei Beispiele nennen, mit dem erwartbaren Anstieg des Meeresspiegels haben wir ganze Inselwelten, die demnächst schon verschwinden werden im Pazifischen Ozean, also zum Beispiel die Kiribati-Inselwelt. Und sich also da das schon mal vorzustellen, dass die Leute da auf jeden Fall physisch eine Heimat verlieren und natürlich Musik, Tanz auf ganz viele Referenzen in der Landschaft, in den Tier- und Vogelwelten, aber auch bis hin zu ihren Vorfahren, die dort gelebt haben, die dort was geprägt haben, dass sie das alles verlieren. Der einzige Wermutstropfen vielleicht, man redet ja immer von immateriellen Kulturerbe, dass man das sozusagen huckepack mitnehmen kann. Aber die große Frage ist, wohin und warum überhaupt? Die andere
Das andere Beispiel, da würde ich dann jetzt auch in so eine trockene, heiße Gegend mal gehen, die dann, ja, ich glaube, Gerrit, da würdest du mir recht geben, ja, die werden ja immer alle noch trockener und noch heißer. Wenn man jetzt schaut in der Sahelzone, da gibt es den Wüsten- und Savannenstaat Niger und da leben nomadisch mit ihren Tieren die Wodabi. Und die haben, um ein konkretes Beispiel hier zu geben, alle paar Jahre so ein großes Treffen, wo mehrere Clans zusammenkommen. Und da gibt es ein großes Spektakel mit Gesang und Tanz und also und die Clans kommen zusammen, um sich ihre Friedensbündnisse da so gegenseitig nochmal zu versichern, zu erneuern. Die Jugendlichen treffen sich, es werden Heiraten arrangiert und so weiter. Da gibt es diesen Dokumentarfilm von Sandrine Long von 2010 und da wird schon klar, dass eigentlich diese Treffen eigentlich alle paar Jahre, die können schon fast nicht mehr stattfinden und einfach weil es nicht genügend Wasser gibt, um das tatsächlich, um so viele Menschen in so einem kurzen Zeitraum dort ja, zu erhalten. Und natürlich, sie sagt in ihrem Dokumentarfilm, sie nennt das Dance instead of War. Also wenn diese Dinge nicht passieren und Ressourcen noch knapper werden, dann gibt es Konflikte. Und letztlich ist es so, vielleicht jetzt nochmal kurz das zusammenzufassen, der Klimawandel wirkt sich immer als ein Faktor auf das soziale Miteinander aus. Ja? Und Musik und Tanz ist vielleicht eine Möglichkeit, sich das auch mehr bewusst zu machen. Und leider kann man jetzt schon sehen, also global wie auch regional, dass die Akteure, die den Klimawandel, die darauf Einfluss nehmen, nicht die gleichen sind, die als erstes darunter tatsächlich zu leiden haben. Und es gibt zusätzlich eben noch Ungleichgewichte, so soziokulturell bis hin genderspezifisch, die dabei auftreten. Und das kann man in Musik und Tanz natürlich dementsprechend auch immer nachvollziehen. Ja, danke für diese beiden plastischen Beispiele, die jetzt, glaube ich, auch schon deutlich machen, warum die Gesprächskonstellation, die wir heute haben, für mich zu so einem Dreamteam gemacht hat, nämlich die Verbindung von Musik, Ethnologie und Klimawissenschaft in einem Gespräch. Dazu muss ich kurz erzählen, als ich angefangen habe, mich ein bisschen umzuschauen bezüglich der verschiedenen Wechselwirkungen zwischen Musik und Klima. Es ist ja erstmal nicht so unbedingt naheliegend, diese beiden Themen überhaupt zusammenzubringen. Ist mir aufgefallen, jedenfalls im Rahmen meiner Recherchemöglichkeiten, die ja dann auch nicht wissenschaftlich sind, sondern sehr begrenzt sind, dass es zwar Berichte, Untersuchungen gibt, zu der Bedrohung von immateriellem, zu der Bedrohung von materiellem Kulturerbe. Also man findet dann irgendwie online, welche Teile des UNESCO-Welterbes zum Beispiel bedroht sind durch den Klimawandel. Aber das über das immaterielle Kulturerbe konnte ich gar nichts finden. Also ich konnte nirgendwo eine Aussage finden, welche Musikkulturen definitiv jetzt durch den Klimawandel bedroht sind. Ist diese Frage zu einfach und zu plakativ oder ist die zu selbstverständlich für eine Musikethnologin, weil ihr habt es ja ohnehin mit bedrohten und verschwindenden Musikkulturen zu tun. Wie ordnet ihr das denn ein? Ist das ein Stück Normalität, dass Musikkulturen gehen und kommen oder ist das jetzt, hat es dann doch eine andere Qualität beim Klimawandel? Also die Ethnomusikologin Deborah Wong, die hat mal davon gesprochen, dass dieses Verschwinden von Musikkulturen, das ist sozusagen unsere Heimsuchung. Ja, also das verfolgt uns. Wir haben vor über 100 Jahren, hat schon Erich Moritz von Hornbostel gesagt, wir müssen retten, was zu retten ist. Und ich glaube, dass im 20. Jahrhundert hat man sich dem so gewidmet, dass man gesagt hat, okay, wir reden nicht nur immer vom Verschwinden, sondern wir sehen den Wandel, der hier passiert. Aber vielleicht kann ich nochmal anders darauf antworten, dass ich frage, okay, warum verschwinden überhaupt solche Dinge? Und da gibt es eine groß angelegte Studie von Catherine Grant und Hypes Rippers über Sustainable Futures for Music Cultures. Die fragen nämlich andersrum, nicht warum etwas verschwindet, sondern wie kann es, was muss geschehen, damit Musik, Tanz und so weiter in die nächste Generation fortgeführt wird? Und die Antwort ist eigentlich recht simpel, also vielleicht wisst ihr das. Die Antwort lautet Prestige, Wertschätzung. Also wenn man das hat, ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Also dann braucht man noch so Ebenen, natürlich politisch und so weiter, die das Ganze mitstützen.
Aber wenn man jetzt in der Geschichte nochmal zurückgeht und weshalb wir so viel Verschwinden ja mit dokumentieren müssen, also große Stichwörter sind hier Kolonialisierung, Missionierung. Also wenn man den Leuten konstant sagt, eure Sprache, eure Musik sind nichts wert, sind primitiv, das muss weg, ihr müsst das Indigene aus euch vertreiben oder auch bereits Kinder von den Eltern zu trennen und in Internate zu bringen, um hier also wirklich Brüche zu machen. Also das ist ja jetzt nicht nur, dass es gesagt wurde, sondern hier wurde das ja auch mit Gewalt ausgeübt. Ja, und wir leben zwar jetzt in einem sogenannten postkolonialen Zeitalter, aber da sind ganz tiefe Wunden geschlagen, muss man wirklich so sagen. Und dann ist eben die Frage, natürlich wollen wir retten. Aber was ist das für eine gönnerhafte Haltung, dass wir jetzt kommen, die wir aus der Gruppe kommen, die ja vorher alles immer kaputt gemacht haben und jetzt mit dem Klimawandel obendrauf auch noch. Also was wir heute wirklich machen, ist auf Augenhöhe zu sein, mit den Leuten eng zusammenzuarbeiten und letztlich muss man so sagen, wir sind ja auch dabei, selber wieder zu lernen, weil die Richtung, die wir eingeschlagen haben, führt, Gerrit, du hast es ja gesagt, in keine gute Zukunft. Jetzt hast du gesagt, Prestige kann helfen, kulturelles Prestige kann helfen, bestimmte kulturelle Erscheinungsformen nachhaltig zu machen. Ich vermute ja mal, dass es aber Regionen auf der Welt gibt, die in einem Maße bedroht sind, dass Prestige allein da auch nicht mehr hilft. Christine, du selber hast vorhin zwei Beispiele aufgezählt, also Beispiele für große Trockenheit oder für Inselgruppen, die irgendwann überschwemmt sein werden. Gerrit, kannst du dem noch weitere Beispiele hinzufügen? Also Regionen der Welt, die durch den Klimawandel in dem Maße bedroht sind, dass dann vielleicht die herkömmlichen Dinge, die herkömmlich Musikkulturen haben, überleben lassen, eigentlich auch nicht mehr helfen werden, weil eben da Dinge passieren, die zu einschneidend sind. Ja, das ist ganz interessant. Also auch diese, Christine, was du sagst, diese Änderung, das ist eigentlich auch eins der Hauptthemen in der Klimaforschung. Diese Änderung, die gab es eigentlich immer. Also den Klimawandel gab es immer schon. Auch über die letzte Million Jahre gab es immer ein Auf und Ab von Warmzeiten und Kaltzeiten und auch meinetwegen Norddeutschland war auch mit Eis bedeckt, Skandinavien und das heutige Kanada. Also Riesengebiete waren eigentlich zu kalt, um da zu wohnen und auch diesen Klimawandel gab es immer. Aber das Spezielle, was eben jetzt stattfindet, ist die Schnelligkeit. Und das macht es eben aus. Also der Klimawandel, der schreitet eben in einer Schnelligkeit voran, wo eben auch die Natur nicht mithalten kann. Und das werden eben, ja, Bernhard, wie du sagst, es sind Regionen bedroht, die Küstenregionen vor allen Dingen durch den Meeresspiegelanstieg, der ja schon angefangen hat und manchen Regionen dramatisch sein wird. Und das betrifft im Grunde alle Kulturen. Viele Leute leben an der Küste. Ich würde mal sagen, die innovativsten Leute. Also Bremen und Bremerhaven liegt ja relativ nah an der Küste. Also viele Innovationen kommen durch an der Küste zustande, Handel. Also historisch sind das wichtige Regionen, die bedroht sind. Andere Regionen sind natürlich da, wo es besonders heiß ist. Also man kann noch existieren mit 30, 35 Grad im Schatten, vielleicht noch 40 Grad, aber mit 50 Grad ist irgendwann auch mal Schluss. Das heißt, die Tropen sind bedroht. Man kann auf Dauer da nicht mehr existieren ohne Klimaanlagen. Man kann nicht mehr schlafen. Das sind Riesenregionen, da wohnen auch viele Menschen. Dann gibt es natürlich Regionen wie die Sahelzone. Da sieht man ja jetzt schon die Auswirkungen. Das sind so kritische Regionen, da fehlt irgendwie nur ein bisschen was, damit so ein System umkippt. Also man kann sich das wie so ein Paddelboot vorstellen. Man kippelt immer so ein bisschen und das ist auch nicht schlimm. Man kann das immer wieder ausgleichen, indem man gut fährt und das Gewicht wieder verlagert. Aber wenn man zu viel kippelt, dann macht man so eine Eskimo-Rolle oder man fällt ins Wasser. Und das sind die sogenannten Kipppunkte, also im System. Man kann
das jetzt auch schon beobachten, gerade in der Erdvergangenheit, wo es solche Kipppunkte mal gegeben hat. Zum Beispiel eben die Westantarktis, die war eisfrei und damit waren es 3-4 Meter höhere Meeresspiegel. Und das war eine ganz kleine Erwärmung, die stattgefunden hat. Vielleicht vom halben Grad um die Antarktis herum. Und das hat eben dazu geführt, dass große Teile der Westantarktis auf einmal eisfrei sind. Oder ein Kipppunkt ist eben auch die Sahelzone. Wenn es da irgendwie Trockenheit gibt, die es sowieso ab und zu mal gibt, aber wenn sich das noch mehr verfestigt, dann ist es so, dass sich da keine Vegetation mehr bilden kann. Keine Vegetation heißt Trockenheit, heißt keine Verdunstung, das heißt, wird noch mal trockener. Und dadurch kommt auch kein Niederschlag, wenn keine Verdunstung ist in der Region. Es gibt so positive Rückkopplungen im System. Und wenn die greifen, dann ist man eben mit einem Paddelboot, kommt man zu sehr ins Kippeln und man kippt dann um. Und ja, die Regionen, die man dafür, also gerade die tropischen Regionen sind extrem empfindlich, weil es solche Kipppunkte gibt. Die hohen Breiten, Eisschilde sind extrem empfindlich und die Meere insgesamt, also die Ökosysteme, ein großer Teil unserer Ernährung kommt aus dem Meer und die Verlagerung der Zonen ist ja jetzt schon im Gange. Das verlagert sich alles Richtung Polen. Das heißt, in hohen Breiten gehen Ökosysteme ganz verloren. Gerrit hat gerade die Geschwindigkeit der Veränderung angesprochen. Ist das in der Anpassungsfähigkeit oder in der Wandelbarkeit von Kulturen, von Tanz- oder Musikkultur auch ein Faktor, dass wenn sich äußere Bedingungen zu schnell ändern, dass die Kultur dann sozusagen nicht mitkommt? Pauschal gesagt ja, aber das ist natürlich eingebettet immer in einem größeren Kontext, auch in einer Geschichte. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel und ich glaube, da bin ich jetzt nochmal, jetzt bin ich tatsächlich in der Mongolei und dort leben ja auch viele Leute mit ihren Tieren nomadisch und das einfach, weil die Vegetation, das auch, also Landwirtschaft dort nicht hergibt und da treten eigentlich immer schon die sogenannten Zut, habe ich gelesen, heißen die, DZUD und das bedeutet, es gibt sehr trockene Sommer und sehr harte Winter. Und ganz konkret passiert dann Folgendes. Morgens kommt er aus seiner, wie heißt das noch schnell, aus seinem Zelt. Und dann ist aufgrund der niedrigen Temperaturen, erzählte der dann, also seine 40 Kühe sind irgendwie verzweifelt im Schnee, die weggewandert und seine 300 Schafe waren komplett erfroren. Also, und das muss man sich vorstellen, wenn das also sozusagen ja auch der Bestand ist, mit dem ich meine Familie ernähren will, meine Zukunft habe und ich kann 300 Schafe beim besten Willen nicht in mein Zelt holen. Und was macht der dann mit seiner Familie? Der geht nach Ulaanbaatar, kann mit seinen Fähigkeiten dort natürlich überhaupt nicht anknüpfen und da ist eine Familie, die dann verarmt, vielleicht mittellos, aber auf jeden Fall diese Tradition, die er vorher hatte mit den Tieren, gehen schon allein dadurch verloren. Jetzt ist dieser Zut, den gab es auch schon früher, aber eben diese Häufigkeit, diese Schnelligkeit, Gerrit, von der du gesprochen hast, so wie bei uns diese heißen Sommer in dieser Folge immer kommen, die führen natürlich dazu, dass das völlig, dass es absolut drastischer ist. Und dann muss man dazu sehen, dass die Regierung einstmal sozialistisch damals noch, so habe ich gelesen, den Viehzüchtern dann die finanziell unterstützt hat, damit die wieder zurück in ihren Beruf gehen. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Und so sieht man eben auch, dass ist es politisch auch gewollt? Und ich glaube, wenn du jetzt von den Tropen sprichst, und ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht viele Infos geben, wenn ich sage, dass politisch dort die Erhaltung des Regenwalds weder für das globale Ökosystem noch für die Indigenen, die dort leben, erwünscht ist. Und das sind so die Faktoren, und ich habe auch gesagt, es gibt diese geschichtlichen Faktoren, jetzt zum Beispiel Brasilien. Es gab dort, also seit dem 19. Jahrhundert, einen großen Rassismus, übrigens auch importiert aus Deutschland und weiterhin rezipiert noch in den 50er und 60er Jahren. Und da stehen Indigene wirklich
ganz unten. Also da, und diese Haltung zeigt sich dann eben auch in dem, wie man dann zu Regenwald und so weiter dann dazu steht. Ja, das Schlimme ist, dass genau diese Regionen auch gar keine Anwälte haben. Es gibt keinen Mechanismus, der wird einfach abgeholzt, weil man damit Geld machen möchte. Aber global gesehen fürs Klima ist es ganz schlimm, für den ganzen Wasserkreislauf, für die ganzen Rückkopplungen im System. Dadurch gibt es, das wird das globale Klima nachhaltig verändern, wenn man die Regenwälder abholzt. Und da gibt es bislang noch keinen Mechanismus dafür, dass die Weltgemeinschaft sich da auflehnt. Und das heißt, im Grunde ist das ein politisches Problem. Wie kann man die Erkenntnis, die man hat, eigentlich umsetzen in ein globales Handeln? Ich habe letzt von einem Freund eine Geschichte gehört. Eigentlich, das ist so eine Geschichte, die er erzählte. Ja, so sagt man bei uns, warum Hilfsbereitschaft so wichtig ist. Und ich dachte, das ist eigentlich eine coole Geschichte, die man sich global viel mehr erzählen sollte. Ich fasse sie mal kurz zusammen. Eigentlich ganz simpel, nämlich, da ist eine Familie in dem Haus und die werden eben gefragt, ob sie im Nachbarort helfen, der Wald brennt. Und die Familienoberhäupter gucken sich um und sagen immer, boah, ich merke nichts. Kinder sind sicher? Nö. Und das passiert noch ein paar Mal, dass sie gefragt werden und natürlich kommt der Brand immer dichter und immer wieder nein und zum Schluss werden sie von den Flammen verschlungen. Und insofern zu sehen, dass sozusagen Hilfsbereitschaft nicht nur eine Tugend ist, sondern letztlich hier auf dem globalen Level auch eine Form von Selbstschutz ist. So, also finde ich, diese Geschichte müsste man sich viel mehr erzählen und stattdessen, was machen wir alle? Es wird schon heiß. Eine neue Klimaanlage dann. Also so, ne? Dieses Weggucken. Dabei ist das ja, was wir an allen Ecken und Enden auf der Welt sehen, etwas, was ja auf uns auch zukommen wird und ja auch schon da ist. Also ich glaube, die Städte erfahren das ein bisschen weniger, also zeitverzögert als jetzt in der Landwirtschaft bei uns in Deutschland oder in der Forstwirtschaft. Da würde ich mich gerne mal einhaken, weil viele der bisher genannten Beispiele ja vermuten lassen, dass dieses Problem von uns hier in Mitteleuropa weit weg ist und das ja dann, so wie die menschliche Natur nun mal ist, auch so ein bisschen es begünstigt, dass man die Handlungsnotwendigkeit auch so ein bisschen von sich wegschiebt. Wie ist das denn, Gerrit? Also wie stark ist denn hier unsere gemäßigte mitteleuropäische Region von Veränderungen bedroht oder inwieweit betrifft das eben eher tropische und arktische und weit wegliegende Gefilde? Nee, das ist hier ganz vor der Haustür. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, in Süddeutschland ist das vielleicht nicht so ein klares Thema, aber der Meeresspiegel, ein Meter höherer Meeresspiegel hieße für die Küste hier sehr viel höhere Deiche und die Extreme würden zunehmen in Überflutungen. Man müsste langfristig ganze Regionen aufgeben in Norddeutschland. Es gibt jetzt schon Überlegungen, wie man eine zweite Deichlinie einzieht und bestimmte Regionen aufgibt. Gerade hier im Nordwestdeutschland, deutschen Raum. Und das sind schon gravierende Einflüsse auch für Deutschland. Ich meine, dass man hier in Deutschland natürlich mehr Möglichkeiten hat als in Bangladesch, wo man viel weniger finanzielle Ressourcen hat, um Deiche zu bauen. Das ist klar. Also das Federn, das Abfedern des Klimawandels wird immer stärker da sein, wo die Leute die finanziellen Ressourcen haben. Aber in Deutschland wird es auch spürbar sein. Und man sieht jetzt ja schon Schifffahrt auf dem Rhein. Die letzten Jahre war gar nicht so einfach. Es wurde zum Teil ausgesetzt, weil es bestimmte Stellen am Rhein gibt, die zu flach geworden sind. Und das heißt, es bedroht letztlich auch unseren Wohlstand. Und diese Einflüsse sind vielleicht jetzt noch abfederbar oder ein bisschen marginal. Aber in der Zukunft sind das eher die Normalfälle. Man kann auch sehen, dass in Deutschland die Landwirtschaft jetzt schon darunter leidet, dass eben jahrelang weniger geerntet wird. Und das heißt natürlich auch für große
Teile der Bevölkerung ist es unmittelbar spürbar. Es gibt natürlich auch Luxusprobleme, also Skifahren in Skiregionen, die unter 1000 Metern sind, ist in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr möglich. Also es gibt natürlich auch Luxusprobleme in dem Sinne. Aber auch das ist natürlich für die Leute, die davon abhängig sind von solchen Zweigen, ist es kein Luxusproblem, weil sie dann ihr Lebensunterhalt anders verdienen müssen. Du hast jetzt so ein bisschen auf den alpinen Raum, auf die Landwirtschaft und so auf verschiedene andere Sachen hingewiesen. Schon gesagt, wir sind jetzt mitten in der oder hoffentlich bald vorübergehenden Corona-Pandemie. Christine, wie abhängig ist denn unsere europäische Musikkultur? Du hast ja vorhin gesagt, dass Musikethnologie heute auch die eigene Musikkultur betrachtet und nicht nur die, die ganz weit weg ist. Wie abhängig ist denn unsere europäische Musikkultur vom Klima? Wie verletzlich ist sie möglicherweise oder was könnte das für unsere europäische Musikkultur bedeuten? Ja, also der Karneval ist dieses Jahr abgesagt. Also das ist jetzt nicht für alle dramatisch, aber das wäre zum Beispiel etwas. Und ich glaube, aber für ganz viele so Festivals, Großveranstaltungen, ich weiß nicht, ja, Konzerte vor 30 Leuten. Also das findet ja in dem Sinne, könnte man sagen, okay, es findet schon statt. Vielleicht kann ich nochmal über Corona, in meiner Sichtweise ist es so, dass Corona mit in diesen sehr multikausalen Komplex gehört, wo wir auch den Klimawandel mit drin haben. Dass also so unser, ich sag mal, westlicher Energiehunger, der Raubbau, dieser Umgang mit natürlichen Ressourcen ja am Ende auch dazu geführt hat, zu sagen, ja, es schrumpfen Ökosysteme und dadurch entstehen vermehrt Zoonosen. Jedenfalls so hat das die Ulmer Evolutionsökologin Simone Sommer festgestellt. Und Corona als eine Zoonose kann man dadurch vielleicht mit in diese Klimawandel-Debatte mit reinbringen. Das würde ich ganz hilfreich für uns alle finden. Ansonsten trennen wir da so Sachen. Und dann können wir natürlich auf Musik ganz genau gucken, auf diesen Bildungssektor und übrigens auch nochmal sehen, diese sozialen Ungleichgewichte, von denen ich vorher gesprochen habe, dass die natürlich hier durch Corona genauso passiert sind, dass die sich verschärft haben, dass die sichtbarer geworden sind. Und ein ganz einfaches Beispiel, also ich bin öffentlich angestellt und meine KollegInnen und FreundInnen, die sich also selbstständig mit ihrer Kunst verdingen, haben jetzt natürlich existenzielle Probleme. Und ebenso schauen natürlich die Absolventinnen unserer Hochschule in eine doch im Moment nicht besonders glanzvolle Zukunft. Wir sind ja noch lange nicht über den Berg, bis Veranstaltungen wieder in dieser Form tatsächlich durchgeführt werden. Ich muss kurz zurückfragen, du hast ein Wort verwendet, das ist mir ehrlich gesagt unbekannt, das ist Zoonose, Zoonose. Zoonosen, Zoonosen, das ist das sind Krankheiten, die entstehen durch die Übertragung von Tieren auf Menschen, deswegen Zoo. Was sagt der Klima- und Meeresforscher zu der aktuellen Epidemie? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf deinen Fachbereich oder auf deinen Forschungsgegenstand? Ich finde sehr interessant, dass im Zuge von Corona auf die Wissenschaft gehört wird. Also ich finde das ein Beispiel dafür, wo es auch gelungen ist in gewisser Weise, auf die Tipps und die Forderung der Wissenschaft einzugehen. Und man hat das ja halt großflächig gemacht. Man hat bestimmte Regularien eingeführt und hat eigentlich da sehr konsequent gehandelt. Insofern sehe ich das als Beispiel dafür, wie man auch in einem Klimawandel agieren könnte, indem man sich Maßnahmen überlegen kann, wo auch Menschen bereit sind, dem zu folgen. Also man kann sich das, man muss wahrscheinlich noch deutlicher eben hervorheben, dass es Riesenprobleme geben wird, wenn wir eben nicht handeln. Und die Corona-Epidemie war ja auch relativ abstrakt. Also wenn man jetzt keinen Bekannten oder Freund hat, den das betroffen hat, ist es für die meisten Leute überhaupt nicht greifbar. Und das führt ja auch zu Verzweiflung von Leuten, weil sie da Jobs verlieren und das gar nicht verstehen können. Aber trotzdem ist es gelungen, dass man gemeinsam eigentlich was umgesetzt hat, damit man eben Menschenleben retten kann. Man sieht ja auch, in anderen Ländern hat es
nicht funktioniert. In den USA hat man sich gar nicht erst die Mühe gemacht, anfangs wenigstens. Brasilien und Indien ist auch ein Problem. Und insofern ist das für mich ein Beispiel dafür, dass auch Menschen bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen und Änderungen, jedenfalls vorübergehend für ein, zwei Jahre in der Lebensweise. Und natürlich müsste man das zum Klimaproblem anders machen, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass Leute bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen, vielleicht neue Wege zu finden, also jetzt Digitalisierung, dass wir uns jetzt unterhalten können, dass wir uns über austauschen können, über Themen, über Kilometer hinweg. Das ist ja auch ein Riesenvorteil, dass man auch sich vielleicht konzentriert, mehr Zeit hat für zu Hause. Und das gibt es vielleicht auch bei der Behandlung des Klimawandels, dass man vielleicht auch sich überlegt, ob man Fernreisen macht jedes Jahr oder ob man vielleicht auch andere Konferenzen oder Treffen nicht anders organisieren kann. Also für mich ist das auch ein Beispiel dafür, dass man eben auch als Gesellschaft handlungsfähig ist. Ich würde aber vielleicht nochmal was anderes nennen wollen. Gerrit, in unserem Vorgespräch, da hattest du auch immer wieder gesagt, so ich verstehe nicht, warum die Leute, ich glaube, das treibt uns ja alle irgendwie um, warum die Leute nicht mehr tun und warum auch die Politik nicht mehr tut, obwohl die Daten alle da sind. Also wenn man vor 20 Jahren, ich weiß nicht, also ich, da wusste ich noch nichts von Mikroplastik zum Beispiel. Das ist jetzt anders, aber dass Plastik nicht so schnell verrottet, das wusste ich schon. Und ja, warum? Und ich würde gerne ein Beispiel nennen. Ich habe euch vorher, ich weiß nicht, ob ihr euch das Video angeguckt habt von dem US-amerikanischen Rapper Lil Dicky Earth. Das ist ja eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt. Und das haben mir die Studenten aus meinem Seminar Musik und Klimawandel vorgeschlagen. Weil ich meinte, ja, wie kann man denn mit Musik und so? Und das hat, ich weiß nicht, über 270 Millionen Klicks. Und es kommt ja auch irgendwie total so drollig, ne? Fast infantil daher, wie er so als so ein Adam die Weltkugel umarmt, dadurch das Universum reißt, ne? Und we love the earth oder so. Und dann gibt es aber doch etwas, was mich dort gestört hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es hat sehr sexistische Untertöne. Also es gibt übrigens auch eine bereinigte Fassung für Kinder, wo dann bestimmte Balken drauf sind. Da würde ich gerne drauf eingehen, einfach, es gibt Studien, die belegen jetzt zum Beispiel für Europa auch der Energieverbrauch von Männern und Frauen im Vergleich. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, aber letztlich ist es tatsächlich so, dass, ich sag mal, männlich konnotiertes Verhalten viel umweltschädlicher ist als weibliches. Also ich rede nicht von allen Männern, ich rede nicht von allen Frauen, ich erzähle von einem bestimmten Wertesystem und dass auch Umwelt- und Naturschutz als oft als weiblich gemeint wird. Also wenn man das jetzt auf dieses Video überträgt, heißt es, um Werbung zu machen für Umweltschutz, brauche ich etwas, also es muss sich präsentieren auf Kosten der Frauen, um als etwas Männliches zugleich Wertvolles dazustehen. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist jetzt so dieses eine Video. Aber ich sage das auch vor dem Hintergrund, es gibt eine sehr namhafte Tierschutzorganisation, die versucht, vegane Lebensweise auch an den Mann vor allen Dingen zu bringen. Frauen machen das oft schon. Und wie passiert das? Also die Kampagnen sind in dieser Hinsicht in den letzten Jahren endlich moderater geworden. Aber eigentlich, da hingen immer halbnackte Frauen an Fleischerhaken. Und das schlimmste für mich Video, ich habe auch wirklich überlegt, ob ich den Studenten das zumute, da geht es darum, dass der Mann durch seine angeblich vegane Lebensweise jetzt so potent geworden ist, dass sie zum Schluss ins Krankenhaus musste. Und es sollte denn lustig sein, ja? Mein Fazit aus all diesen Sachen ist, wenn also Umwelt und Naturschutz diesen Sexismus braucht, dann hat es einfach noch nicht diesen gesellschaftlichen Stellenwert, den es eigentlich bräuchte für uns. Und wenn ich jetzt nochmal weitergehen würde, dann auch zu überlegen, eigentlich, dass wir die Gesellschaft, wenn wir mehr Nachhaltigkeit haben wollen, dass wir auch die sozial umbauen. Und dass dann solche Debatten mit hineinragen in die Debatten des Klimawandels, also Fragen der Geschlechtergleichstellung, Antirassismus, Chancengleichheit, Kinderarmut, you name it, ja, also dass das alles mit dazugehört, um nachhaltig, verträglicher diese Gesellschaft zu bauen.
dass das also reicht, also hineinreicht und wichtig ist. Also nicht nur die Debatte um hitzebeständige Getreidesorten, die ist auch wichtig, damit wir uns nachher nicht alle in die Haare kriegen, aber das andere gehört einfach mit dazu. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das stimmt, weil ich meine, der Ressourcenverbrauch, ich meine, der ist ja enorm. Und wenn man sich anguckt, was in Deutschland für Autos produziert werden, immer diese SUVs, die kein Mensch braucht in der Stadt. Vielleicht auf dem Land mag es vielleicht mal anders sein, im Spezial, aber ich glaube auch, dass es eine relativ geschlechtsspezifische Sache ist. Ich glaube, das zieht sich sogar durch alle möglichen Gesellschaftsschichten durch, dass Leute das als Problem erkannt haben, Männer und Frauen, aber sie handeln nicht danach. Und das zieht sich auch durch alle Gesellschaftsschichten, auch Linke, Rechte, auch die Leute, die eigentlich sonst vielleicht konsequent sind, handeln nicht danach. Das sind auch die Leute, die sogar selbst in der Klimaforschung arbeiten, die handeln nicht nach den Sachen, die sie erkannt haben. Und das liegt, glaube ich, daran, dass man durch einfache, nur intellektuelle Einsichten, also dass wir jetzt weniger Auto fahren oder unsere Mobilität völlig ändern oder auch andere Energieflüsse, dass wir die verändern, dass wir die Leute damit nicht erreichen. Und deshalb interessiert mich das Thema, wie kann man eigentlich Leute erreichen, wie kann man das fühlbar machen, erfahrbar, vielleicht auch die Bedrohung des Klimawandels anders, mit anderen Mitteln darstellen. Insofern spielt die Musik vielleicht eine Rolle. Und es ist vielleicht auch so die Haltung gegenüber etwas Schönem. Also die Natur ist was sehr Schönes und Harmonisches. Und das hat irgendwie auch was mit Musik oder mit Wohlbefinden zu tun. Das heißt, wir haben einmal so als Querbezug die bedrohte Musikkultur, bedrohten Musikkulturen im Plural, die durch die Erderwärmung oder durch geophysikalische Veränderungen bedroht sind. Und wir haben jetzt aus der Sicht des Klimaforschers Musik unter anderem als eine Ressource, die vielleicht helfen kann, in der Klimakommunikation Dinge anschaulicher zu machen, fassbarer zu machen, emotional fühlbarer zu machen. Da mal die Frage an Christine: Ist das ein naiver Blick auf Musik oder würdest du als Musikethnologin sagen, Musik hat so ein Potenzial, dass sie so eine Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen vermag? Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber Musik kann eben alles. Musik ist, ich sage immer, wie ein Werkzeug. Man kann damit Menschen manipulieren oder man kann ihnen die Wahl geben, das Richtige zu tun, sozusagen. Und da gibt es auch Ansätze sowohl aus der Ethnomusikologie als auch aus der Musikpädagogik. Ich weiß nicht, ich könnte einfach mal ein paar nennen, dass man so mal was gehört hat. Also es gibt die sogenannte partizipative Performance, also so ein Gemeinschaftsgefühl stärken nach Thomas Torino, aber eben nicht in diesem manipulativen Sinn. Das ist so ähnlich wie auch in der Musikpädagogik, das ist so ein interventionistischer Ansatz in der Community Music, wo man auch sehr unterschiedliche Menschen miteinander zusammenbringt und aber immer unter so einem demokratischen Vorzeichen. Es geht nicht um Manipulation und Einheitsdenken. Und das Ganze geht auch so weiter, dass man natürlich auch KünstlerInnen dazu aufruft, sich gesellschaftlich zu engagieren, auch mit ihrer Sichtbarkeit und so auf Klimawandel aufmerksam zu machen, aber eben diese sozialen Themen, die da ja auch dazugehören, diesen Wandel in der Gesellschaft ja mit zu repräsentieren. Da gibt es so Konzepte wie Ethnomusicologizing. Okay, nach William Banfields, sehr schönes Kunstwort, wo unser Disziplinname, warum auch immer, da drin steckt. Und das andere vielleicht auch aus dem Englischen, Artistic Citizenship, also nach David Elliott und anderen. Das sind so Möglichkeiten, um Prozesse zu unterstützen. Und Gerrit, du hast es ganz richtig gesagt, die Leute sind natürlich, also ob da ein Trump oder auch andere sehr aufgeregte Menschen da sind, sind auch sehr verunsichert, finde ich. Es gibt sehr polarisierte, aufgeheizte Debatten, die zeigen, dass die Dinge im Umbruch sind. Und ich denke, Musik kann eine unterstützende Rolle auf jeden Fall spielen. Aber das ist eben, es ist ein Werkzeug und man muss wissen, wie. Aber es ist nicht das Allheilmittel.
Du hast jetzt sehr viele Denkschulen und Autorinnen und Autoren genannt. Kannst du noch mal in zwei Sätzen für Nichtmusikerinnen und Musiker noch mal kurz zusammenfassen, worin diese Ressource Musik bestehen könnte in dieser Klimaproblematik? Also im Prinzip zum Beispiel bei dieser partizipativen Performance nach Thomas Cherino, der sagt, dass durch dieses Gemeinschaftsgefühl, was man im gemeinsamen Musizieren jetzt vor allen Dingen hat, auch wenn man da kann man auch solistisch sich herausstellen oder herausstellen lassen und so weiter, das geht alles, dass man dort erfährt, was vielleicht auch eine Form von Demokratie oder Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter von Menschen miteinander, was das ausmacht. Und dass die Leute mit diesem Gefühl dann auch rausgehen in die Gesellschaft und das dort weiter vortragen. Das ist eine Utopie vielleicht, aber ich sehe das an verschiedenen Stellen, dass auch andere Pädagoginnen das als Vision haben und machen und auch in Gesellschaften, wo es nicht alles so rosig ist, sage ich mal, so einfach mit Musik dort zu arbeiten und die Leute zu, man sagt ja immer so schön, zu empowern, zu ermächtigen und einfach mal eine andere Form der Realität im Musikmachen zu erleben und ja, wie gesagt, das dann nach außen auch zu tragen. Musikethnologe oder auch, das sind ja so Feldforschungen, die man auch macht, ne? Das ist wirklich ein sehr langsamer Lernprozess, in dem ich da auch immer noch bin und versuche mich auf so andere Denkweisen einzulassen. Und eine Sache, die mich doch beeindruckt hat, wenn man jetzt nochmal überlegen würde, was könnten andere Musikkulturen oder da diese Denkweisen uns auch mitgeben? Also nicht nur wir beide so, sondern auch von der Warte her. Und da finde ich eigentlich ganz spannend, dass diese Beziehungsarbeit, die in vielen traditionellen Glaubens- und Lebenswelten existiert, dass die eben nicht nur Menschen einschließt, sondern auch diese nichtmenschlichen Wesen. Das zeigt sich dann auch jeweils in der Musik. Und wie das würde dann aber auch für uns hier bedeuten, dass also ich hatte ja immer erzählt von den sozialen Folgen des Klimawandels. Und wenn man jetzt nichtmenschliche Wesen, also Tiere, Pflanzen, Landschaft, Flüsse und so weiter, wenn sich da die Situation ändert und ich eine enge Beziehung dazu habe, dann ist das automatisch auch eine soziale Folge und nicht mehr von mir abgetrennt. Und ich muss auch nicht mehr über Natur- und Umweltschutz reden, wieder so Begriffe, die mich davon abtrennen, sondern das hat was mit mir und meinen Mitmenschen zu tun. Und das andere, das hat ein Anthropologe mal, David Napier, vorgeschlagen, man sollte auch viel mehr in unserer westlichen Welt eine enge Beziehung zu Dingen entwickeln. Und das eben auch aus seinen Forschungen heraus. Man denkt, warte, was? Soll ich jetzt Messi werden oder was? Es ist eigentlich eher gedacht, dass man in dieser engen Beziehung dann Dinge auch nicht so schnell wegwirft und auch ersetzen möchte. So, das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht mitnehmen kann, aber ich sehe auch, dass wir in sehr privilegierten, abgehobenen Situationen hier festsitzen und dieses Festsitzen eigentlich auch nur ändern können, indem wir aufstehen und auch politische Teilhabe nutzen und ja, die Leute weiterhin dazu aufrufen und die junge Generation unterstützen und es nicht nur freitags, sondern jeden Tag. Vielleicht noch mal eine Schlussfrage mit Blick zur Uhr an euch beide. Zunächst mal an Gerrit. Jetzt nach diesem Gespräch, und diesem Gespräch ging ja auch ein Vorgespräch voraus, hast du das Gefühl, als Klima-, Meeres-, Polarforscher jetzt über die Auffassung, die du bereits vorher hattest, nämlich dass Musik ein nützliches Werkzeug sein kann, um beispielsweise in einem Vortrag dieses Thema zu emotionalisieren, hast du zusätzlich zu dem, was du da schon mitgebracht hast, das Gefühl, dass du oder dass deine Disziplin von der Musik oder von der Musikethnologie irgendetwas lernen kann, sich da irgendwie positiv beeinflussen lassen kann? Oder ist das dann doch eher zu weit weg? Soll ich rausgehen? Ich bin ganz beeindruckt, was für eine ganzheitliche Sichtweise Christine auf die Musik hat. Und mir war das ehrlich gesagt nicht so ganz klar, dass man, für mich ist Musik, ich spiele auf der Gitarre irgendwelche Stücke. Und dieser ganze gesellschaftliche, kulturelle Hintergrund, das ist für mich neu und vielleicht auch. Insofern sehe ich nach dem Gespräch vielleicht auch eher die Verbindung mit kulturellen Umbrüchen
und Ehrfurcht vor der Natur. Solche Ideen waren mir bislang nicht so geläufig, wenn ich an Musik gedacht habe. Und das hat dann wiederum sehr viel damit zu tun, wie man eigentlich Wandel, meinetwegen gesellschaftlichen Wandel und aber auch Klimawandel, das ist eine sehr enge Verbindung und ist ein sehr interessantes, sehr interessante Verbindung. Das ist für mich neu. Was nimmst du mit aus der Begegnung mit dem Klima- und Meeres- und Polarforscher, Christine? Also es sind natürlich andere Welten, denke ich, vom Umgang so methodisch und auch die Daten und so weiter. Aber ich glaube, was die Klimaforschung der Musikethnologie weit voraus hat, ist ihre Öffentlichkeitsarbeit und diese Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Ich glaube, das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl und diese Kommunikation an NichtwissenschaftlerInnen. Die Klimaforschung ist eigentlich vielen Studierenden recht präsent und worüber ich mich gefreut habe, ist, dass die erste Generation der Fridays for Future, die ist ja jetzt auch in die Hochschule gekommen und auch mit diesem Engagement, also die saßen dann in diesem Musik- und Klimawandel-Seminar. Was ich mir noch hätte mehr gewünscht, wäre, dass sie musikalisch viel aktiver werden und auch darauf Bezug nehmen. Aber es gibt jetzt eine neue Komposition von einem Studenten dazu. Viele Studierende haben Vorschläge gemacht, wie man die Hochschule als Ganze nachhaltiger umbauen kann. Ja, das hat natürlich auch was mit Geld zu tun. Oder wie man in den Schulen noch mehr die sogenannte Eco-Musicality unterrichten kann. Also ich denke, Klimaforschung ist angekommen, denke ich, in der Öffentlichkeit, die Ergebnisse. Das ist auf jeden Fall gut zu sehen. Also es gibt noch viel zu tun, aber man kann auch etwas tun und es verändern sich auch Dinge im Schneckentempo. Ich würde jetzt dazu kommen, euch abschließend zu danken, es sei denn, ihr habt noch irgendetwas hinzuzufügen, was ich jetzt vergessen habe zu fragen. Das scheint nicht so zu sein. Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass es sich viele Menschen anhören und was davon mitnehmen und würde mich freuen über einen weiteren Austausch, vielleicht auch auf der geplanten Seite musikundklima.de, wo ich mir sehr wünschen würde, dass in Zukunft auch noch anschaulicher dargestellt werden kann, zum Beispiel welche Musikkulturen bedroht sind durch den Klimawandel. Vielleicht wäre das ja noch Stoff für zukünftige fächerübergreifende Forschungsprojekte. Danke euch beiden. Tschüss. Na, ich danke. Tschüss. Danke.